Cube auf, ne? Oh ne! Otto! Und da, wo du so sehr verloren hast, das hast du natürlich nicht aufgenommen. Doch, natürlich. Hoffentlich hast du es auch hochgeladen hier. Ne, noch nicht. Das vergisst er dann, ich weiß. Ja, das ist eigentlich ist es nur ein Archiv. Wir benutzen es eigentlich nur als Zock-Archiv. Okay. Wo wir dann in 50 Jahren hinschauen können und dann da haben wir mit dem Rias dieses vorgebaut. Und der Rias hat nur Bäume gefällt. Und ich habe jetzt auch schon eure Nahrungswerbung gesehen, die ist echt gut. Vor allem das Ende, Mann. Was mit euch bitte schon falsch, Leute, mal ernsthaft. Ja, wieso wollt Werbung für Hacker sein Unternehmen machen? Vor allem wurde in die Tintwerbe, ich komme da an, kotzt weich. Kompetenz. Kompetenz. You were kicked from the server. Oh Mann. Hallo? Yo. Yo, okay. Ja, ich hab dir gerade gehört, you were kicked from the server, okay. Okay, ich hab nichts gehört. Cool. Nice. Nice? Nice! Rias, mehr Scheiße sammeln! Ja, ich bin drüben ja schon an Bäume fällen, entspann dich. Ich schon wieder! Hast du doch eben gerade gesagt! Hier höre ich jetzt auf. Du hättest ja wenigstens den Loxlet mitnehmen können. Auf der anderen Seite liegen noch, hol erstmal die ab. Ich bin ja gerade dabei. Ich bin jetzt auf der anderen Seite, weil das wahrscheinlich jetzt wieder kürzer ist. Mittlerweile. Ja, auf welcher anderen Seite bist du denn? Auf der linken anderen Seite, okay! Da, wo mein Name steht. Ach, verdammt. Ich sehe da gerade was, das finde ich gerade nicht so witzig. Was denn? Ich sehe da gerade so auf der anderen Seite von diesem Loch so eine Plattform, wo ein Seil runterhängt. Ah ja, genau, das ist doch der eine Eingang von der Höhle, die wir gefunden haben. Ist da echt so eine Plattform? Ja, also wenn du durch die Höhlen gehst, gibt es auch die tieferen Höhlen, da gibt es dann so eine kleine Plattform, wo du rausgehen kannst. Okay, da sehe ich aber keinen Ein- und Ausgang. Ja, ist doch egal, wir machen es auf die harte Weise, Hackel. Auf die haarige Weise macht ihr jetzt. Alter, wir machen es so haarig, dass deine Oma. Moment, warte. Was? Wie heißt das komische Scheißvieh? Das haarige. Du? Nein, und seine Mutter auch nicht. Auf die trifft es zwar auch zu, aber die meint nicht dich. Chewbacca? Nee, wer heißt die Scheißviecher? Ja, Wookies, genau. Wookies. Ja. Wie bin ich da? Chewbacca ist ein Wookie. Ja, ich weiß. Wie bin ich da nochmal drauf gekommen? Ich hab's schon wieder vergessen, wie ich auf Wookies gekommen bin, aber. Weiß das Wacker auch schon? Bestimmt. Deswegen kann er auch nicht sprechen, weißt du? Und was heißt dann Elatriel? Homo-Fürst. Nein. Nein, nein, das ist eindeutig Elfisch und heißt Arschloch. Oh Mann. Aber das. Hat sich das eigentlich Toni ausgedacht oder von wem kommt das eigentlich? Ja, das hat sich Toni ausgedacht. Elatriel ist Elfisch für Arschloch. Ja, klar. Hört sich doch schon so an. Baumfeld! Oh Mann. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie lange das noch dauert? Keine Ahnung, wie lange dauert das? Ewig. Ja, egal, wir haben noch Zeit, oder? Ich komme jetzt bei dir vorbei, Hacke, und werf dich mit dem Stein ab. Hier sind vier Feinde! Rias! Ach, halt der Hals, Huse. Ich spring den Stein. Spritz nicht. Oh. Steinwurf! Yeah! Oh. From the rooftop attack, Alter. Hol dir die Keule. Schrei doch noch irgendwo was. Ey, komm zu Papa. Nö. Wo ist da noch einer?
Oh. Eigentlich darf man sowas nicht mit Frauen machen, oder? Ey, wo habt ihr denn die zweite Leiche hin, die dritte Leiche? Wo sind denn die? Ich hab gar nicht runtergeschmissen. Hier ist eine. Warum hast du denn runtergeschmissen? Du könntest ihn doch schön verbrennen, verrückst du. Oh. Gehen wir auf den Sack. Okay. Seems legit. Oh, die rollt gar nicht. Ist ja scheiße. Jihad! Yeah. Das war ja immer in der Arbeit, wenn ich niesen muss, sag ich mal Jihad. Oh Mann. Vor allem, wenn die Kunden dabei sind, gell? Ja, natürlich. Nee, das gut, das fand ich dann aber auch ein bisschen taktlos, weil wir haben so einen Syrer bei uns. Der arbeitet dann wirklich bei uns. Ich dachte zuerst so, was, du musst mich verscheißen, weil wir hatten mal einen Syrer da, der gesagt, er hat Informatik studiert und bla bla, ne? Könnt oder gar nichts, der weiß gerade, wie man eine Maus bedient. Und jetzt haben wir halt einen eingestellt, der anscheinend doch was kann. Anscheinend doch was kann. Das hört sich irgendwie nicht ganz so überzeugend an. Also ich bin davon nicht überzeugt, weil jedes Mal, wenn er so einen Auftrag kriegt, so, keine Ahnung, er kriegt dann diese einfachen Sachen, wie zum Beispiel HTML und CSS umsetzen von der Webseite. Oh moin. Ich nehme gerade auf, warte, dann nehme ich das jetzt nicht mehr.